Hallo und herzlich willkommen zu den Antworten auf eure Fragen rund um Tropical Freeze. Mein Bruder Matthias liest die Fragen gleich vor. Er sitzt jetzt hier, sag mal kurz Hallo Matthias. Hallo. Ja. Und er wird mir jetzt eure Fragen stellen und ich werde darauf antworten. Vorher weg noch die Info. Ich konnte nicht auf alle Fragen antworten, da teilweise halt auch einige gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen haben quasi. Also beziehungsweise meine Antworten hätten gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen, die wir halt einhalten müssen vor dem Release. Und deswegen konnte ich nicht alle Fragen beantworten, aber die allermeisten. Einige haben sich natürlich auch wiederholt. Das heißt, ich habe jetzt stellvertretend irgendjemanden rausgesucht, der dann diese Fragen gestellt hat. Zum Beispiel nach den tierischen Begleitern wurde ganz oft gefragt. Also, legen wir los, Matthias, mit der ersten Frage. Ja. Etienne Kleinallermann fragt, ob du weißt, ob die anderen Kongs wie Candy oder Tiny auch Gastauftritte haben. Ich bin noch nicht ganz durch, also von daher kann ich das noch nicht definitiv sagen, aber bislang, außer Funky Kong, halt neben natürlich Cranky, Diddy und Dixie und natürlich Donkey Kong, nicht. Also Funky Kong ist neben den spielbaren Kongs der einzige, der bislang einen Auftritt hatte. Und ich bin in Welt 5, also ich gehe eigentlich davon aus, dass da auch keiner mehr kommt. Farouk Blah stellt gleich mehrere Fragen. Inwiefern unterscheiden sich die Welten? Also gibt es Ähnlichkeiten oder sind die Welten von Grund auf verschieden? Und ja, lass mich dann erstmal die Frage beantworten, bevor du die nächste stellst. Nee, das gehört ja noch dazu. Was? Das gehört ja noch dazu. Achso, ja, das ist spezifisch. Was ist los? Ja. Und hat deine Welt einen bestimmten Fokus auf zum Beispiel Rakete, Lore, unter Wasser? Also die Welten unterscheiden sich vor allen Dingen vom Setting her. Das heißt, ich habe ja schon im ersten Eindruck gesagt, die erste Welt ist Mangroven, die zweite Welt ist so Herbstwälder und Alpen, also so Gebirge. Die dritte Welt ist dann Savanne, die vierte Welt ist dann zum Beispiel noch so Küste, Korallenriffe und sowas. Also so ein Strand halt, wo man aber auch viel unter Wasser ist. Und ja, in erster Linie ist es halt wirklich das Setting, also rein optisch. Aber es gibt da natürlich so Besonderheiten, wie zum Beispiel, ich denke mal, in der Savanne erwartet man eben nicht viele Unterwasserlevel. Ich glaube, da gibt es kein einziges halt. Und beim Strand mit den Korallenriffen und so, da ist sehr viel unter Wasser. Das heißt, das unterscheidet sich vom Setting her und es hat auch Auswirkungen auf das Spielerische. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Welt gibt, wo es besonders viele Minenlevel gibt, also mit den Loren oder irgendwie den Raketenfässern. Und das ist auch gut so, finde ich, weil man will es ja abwechslungsreich halten und nicht so, dass man da 5 Minen-Level am Stück spielt. Das wäre ja irgendwie scheiße. Von daher, in erster Linie ist es eigentlich das Setting. Focus Jewel schreibt, Moin Martin, kannst du herausfinden, wie hoch die Produktionskosten des Spiels ungefähr waren? Ich habe danach gesucht, aber dazu gibt es keinerlei Informationen und das ist eigentlich Nintendo-typisch. Eigentlich gibt es von Nintendo so gut wie nie Informationen darüber, wie teuer ein Spiel tatsächlich war, wie viel das gekostet hat in der Produktion. Von daher, ja, kann ich dazu wahrscheinlich keine Info geben, also kann ich dazu keine Info geben und wahrscheinlich gibt es dazu auch nirgendwo Info. Also das könnte man höchstens jemanden fragen, der bei Nintendo arbeitet oder bei den Retro Studios. Vielleicht geben die darauf Antwort. Ja. Game Matteo würde gerne wissen, ob die Loren-Level oder Raketen-Level durch die zwei Herzen wesentlich einfacher geworden sind. Also ich habe Returns eine ganze Weile lang nicht mehr gespielt auf der Wii halt. Es ist wirklich schon eine Weile her, daher kann ich diesen Vergleich jetzt nicht. Das ist jetzt nur ein Eindruck, kein definitiver Vergleich. Aber mein Eindruck ist, dass sie schon leichter geworden sind. Allerdings in erster Linie nicht wegen den zweiten Herzen, sondern weil man jetzt wesentlich mehr Checkpoints hat. Das heißt, in den Leveln sind die Abschnitte, die man halt dann wiederholen muss, wenn man stirbt, eben wesentlich kürzer. Und das ist vor allen Dingen vielleicht nicht unbedingt, es ist natürlich einfacher, aber in erster Linie ist es halt vor allen Dingen auch weniger frustrierend. Und das gefällt mir sehr. Sicherlich das zweite Herz macht auch eine ganze Menge aus. Aber ich finde es eigentlich gut, weil ich hasse so dieses ein Fehler und du bist weg. Das finde ich einfach ätzend. Von daher, ich glaube schon, sie sind ein bisschen leichter geworden, aber wie gesagt, vor allen Dingen auch wegen den Checkpoints. Fabian Neitz hat gleich mehrere Fragen. Wie gut findest du Donkey Kong Country Tropical Freeze im Vergleich zu den anderen? Country, muss ich an dieser Stelle einwerfen, das habe ich nämlich auch jahrelang falsch gemacht. Im Vergleich zu den anderen Country-Teilen. Ja. Man muss dazu sagen, ich meine, ich habe ja mal ein Video gemacht, zu spielen mal wieder von Donkey Kong Country Tropical Quatsch. Den ersten drei Teilen halt auf dem Super Nintendo. Und ich fand den zweiten bislang am besten. Und ich bin mit Tropical Freeze, wie gesagt, noch nicht durch, aber bislang könnte es echt mein liebstes Donkey Kong Spiel werden. Also ich finde es richtig, richtig gut. Und ich glaube, es könnte tatsächlich mein liebstes Donkey Kong Country werden. Aber wie gesagt, noch nicht durch. Von daher, eventuell kommt jetzt noch irgendwas, was mega scheiße ist. Und dann ändere ich meine Meinung noch. Aber bislang finde ich es echt am besten. Wie schwer findest du es im Vergleich zu Returns?
auch da wieder eine ganze Weile her. Und insgesamt, ich finde es halt wegen den vielen Checkpoints, auch in den normalen Leveln, ich meine zumindest, dass es wirklich wesentlich mehr sind als in Returns. Deswegen, ja, würde ich sagen, es ist durchaus einfacher, aber immer noch fordernd genug. Also ich glaube, jemand, der Super Mario zu einfach findet, der wird hier immer noch seine Herausforderung finden. Ganz besonders, weil es ja dann auch noch optionale Modis gibt, wo man eben zum Beispiel mit einem Herz rumläuft. Und ich meine, dann ist es auf jeden Fall schwer. Und es gibt einen Zeitrennmodus. Also Herausforderungen gibt es genug. Und ich finde es einfach vor allen Dingen weniger frustrierend. Ob es wirklich leichter ist, will ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall weniger frustrierend. Und das finde ich super. Werden alte Musikstücke remixed und wie gut findest du den Soundtrack allgemein? Es werden jede Menge alte Spieltracks remixed. Es gab auch eine Frage danach, welche speziell remixed wurden. Und darauf kann ich gar keine Antwort geben, weil die Frage ist besser, welches noch nicht remixed wurde bislang. Wie gesagt, ich bin Welt 5. Wirklich sehr viele. Und halt Sticker Brush, Symphony und so weiter sind alle dabei. Dazu gibt es neue Tracks und insgesamt ist der Soundtrack einfach nur fantastisch. Mit der beste Soundtrack, den ich seit langem, langem gehört habe. Absolut stimmungsvoll, absolut melodisch, geht ins Ohr. Ja, tolles Ding. Vielleicht jetzt nicht so der Ohrwurm-Charakter wie es Super Mario 3D World, aber es ist halt einfach auch dafür ein ganzes Stück weit atmosphärischer. Aufmeister David möchte wissen, ob beim ersten Donkey Kong-Spiel keine richtigen Unterwasser-Level gab. Also bei Returns. Gibt es die dieses Mal? Ja, jede Menge. Also vor allen Dingen halt im Strandlevel. Also es gibt jede Menge Unterwasserlevel. Ist auch wieder die berühmte Unterwassermelodie dabei, wie bei... Ja, natürlich. Okay. Komm gar nicht dazu, die Frage zu Ende zu stellen. Natürlich ist sie dabei. Randkommentar, die Tim so gerne, so abgöttisch liebt. Steht hier. Ja, die ist dabei. Also... Dark Shadow, ich habe gelesen, dass Donkey Kong sich an Lianen und ähnlich nicht mehr automatisch festhält wie in Donkey Kong Country Returns, sondern man den A-Knopf dazu gedrückt halten muss. Stimmt das? Ja. Ist das nervig oder kann man sich dran gewöhnen? Also am Anfang bin ich schon ein paar Mal deswegen gestorben, weil man muss das halt erstmal, wenn man es gewöhnt ist, dass das anders ist, dann macht man es eine ganze Weile falsch, aber man gewöhnt sich dran. Also inzwischen geht das echt... intuitiv und deswegen kein großes Ding. Aber am Anfang muss man sich umgewöhnen. Herr Waschbär würde gerne wissen, ob man das Spiel auch mit dem Wii U Pro Controller zocken kann. Ja, kann man. Also es gibt wieder alle Steuerungsmethoden, wie Fernbedienung und Nunchuck kann man spielen. Man kann halt natürlich mit dem Gamepad spielen und man kann mit dem Pro Controller spielen. Ich weiß gar nicht, geht es noch mit dem Classic Controller, bin ich mir gar nicht sicher. Aber die Option gibt es auf jeden Fall. Berkan Demir würde gerne wissen, ob es viele tierische Begleiter im Gegensatz zu Returns gibt. Nein, es gibt immer noch nur Rampy. Also es gibt keinen anderen Begleiter außer Rampy. The Shubi würde gerne wissen, ob es von den Rampy-Level mehr gibt. Es gibt meiner Meinung nach schon mehr Rampy-Level, aber wie gesagt, Returns ist eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Aber vom Eindruck her sind es mehr, ja. Und auch sehr coole Rampy-Level, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Alexei hat auch mehrere Fragen. Hallo Felix! Würdest du nach längerem Anspielen sagen, dass die neuen Fähigkeiten der Kongs den Mangel an tierischen Gefährten kompensieren? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir mal ehrlich sind, sind die meisten der tierischen Begleiter von früher durch die Fähigkeiten der Kongs komplett unnütz geworden. Deshalb kann ich es auch verstehen, dass es nur Rampy gibt. Ich meine, zum Beispiel, sie sind halt viel agiler jetzt unter Wasser und können diesen Wirbelangriff machen. Von daher ist Angard, der Schwertfisch, komplett unnütz. Was sollte der überhaupt in dem Spiel? Die Fähigkeit haben jetzt die Kongs selber schon, also von daher hätte es überhaupt keinen Sinn gemacht, den reinzubringen. Ich hätte mir auch mehr tierische Begleiter gewünscht, aber es hätten halt auch irgendwelche sein müssen, die durchaus Sinn gemacht hätten. Da gibt es sicherlich welche, die man noch hätte reinbringen können, aber das Spiel ist auch so schon abwechslungsreich genug. Also eigentlich ist das wirklich fast kein legitimer Vorwurf, den man dem Spiel machen könnte. Weil wenn die Abwechslung schon stimmt, wozu sollte man noch mehr nehmen, was noch abwechslungsreicher macht? Jedes Level ist anders, also das kann man ja gar nicht toppen. Ist der Sammelwahn von Münzen, Buchstaben, Secret Exists und Co. noch im Rahmen oder too much? Nee, ich finde es absolut im Rahmen. Ich finde es genau richtig. Denn so ist man halt wirklich motiviert, in den Leveln Ausschau zu halten nach diesen Dingen.
wenn man denn möchte. Und vor allen Dingen finde ich es halt schön, dass die Level im Gegensatz zu Super Mario Spielen komplett, also außer man spielt halt den Zeitrennen-Modus, nicht auf Zeit sind. Das heißt, man hat also auch wirklich die Zeit, um mal an einer Stelle 2 Minuten zu verbringen, weil man denkt, oh, da oben ist doch was und wie komme ich jetzt dahin? Und das finde ich echt cool, weil man dadurch einfach eine gewisse Ruhe hat in dem Spiel und sich wirklich die Zeit nehmen kann, die man selber möchte. Und das finde ich bei Super Mario, wenn man da jede Menge Secrets in die Level packen würde, da wird das überhaupt nicht passen. Weil man immer nur 300 Sekunden oder was das ist Zeit hat, um so ein Level zu spielen, und das geht einem dann auf die Nerven. Und deswegen finde ich es eigentlich genau richtig, so wie es gemacht wurde in Tropical Freeze. Avar schreibt, Martin, wie schneidet Donkey Kong im Vergleich zu Rayman in Klammern Legends ab? Ist DK besser oder schlechter? Je nachdem werde ich es mir nämlich kaufen. Ja, da ich Rayman Legends einfach noch nicht gespielt habe, ich besitze es nicht, kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Ja, tut mir leid. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ungefähr gleich gut. Also die nehmen sich nicht viel, denke ich mal. Rayman Legends ist genial, Donkey Kong Country Tropical Freeze ist genial, und wahrscheinlich ist die Frage, was man dann bevorzugt, einfach vom Typ abhängig. Also, die spielen sich ja ein bisschen anders, und je nachdem, was man persönlich lieber mag, wird man wahrscheinlich das eine oder das andere Spiel besser finden. Ich glaube, qualitativ sind die schon ungefähr auf einem Niveau. Ventux fragt, ob der Kong Power overpowered ist. Ein wenig schon vielleicht, weil man kann halt mit einem Schlag alle Gegner auf dem Bildschirm besiegen. Allerdings sind Gegner sowieso generell weniger. Also für mich sind Gegner nicht wirklich ein großes Hindernis gewesen. Ist ja jetzt nicht so, als ob man das bei Bossgegnern einsetzen könnte und dann wären alle Bossgegner weg. Aber man kann halt sich dadurch eben mit Diddy Kong eine ganze Menge Leben erspielen, mit Cranky Kong Münzen, was das unnützeste von allen ist, und mit Dixie Kong halt so goldene Herzen, die sich nochmal über die eigenen Herzen legen. Das heißt, man hat dann noch mehr Energie. Und das macht das dann schon ein ganzes Stück weit einfacher und ist gerade bei den Bossgegnern dann eine ganz gute Taktik, wenn die halt irgendwelche, kommt halt oft vor, dass es dann auch irgendwelche Standardgegner gibt, die dabei sind, und die kann man dann in diese goldenen Herzen umwandeln und damit dann quasi eben sich eine ganze Menge mehr Energie besorgen. Ob das jetzt, ich finde nicht, dass es überpowered ist, aber es ist schon sehr kraftvoll, sagen wir es so. Seedog fragt, hat denn Donkey Kong eine spezielle Fähigkeit oder ist es einfach so eine Standardfigur? Nö, also der kann halt nichts, was nicht auch Dixie, Diddy oder Cranky Kong könnten, die dafür aber jeweils immer eine eigene Fähigkeit haben. Also letztendlich ist Donkey Kong halt echt die Standardfigur ohne besondere Fähigkeit. Deswegen ist es ja auch so dämlich, dass man im Multiplayer mit ihm spielen muss als erster Spieler. Warum? Das ist doch einfach nur lächerlich. Jaken Deluxe, 1080 oder 720p? Ja, das Spiel hat Native 720p und wird in 1080p hochskaliert. Habe ich so richtig gesagt? Oder ich habe es extra nochmal drunter geschrieben. Ja, gut. 60 FPS. Ja, genau, es ist 60 Frames per Second. Also. Fabi Elf möchte wissen, mir ist doch eine gute Frage eingefallen. Wie wird das Gamepad genutzt? Gibt es Offscreenplay ohne Fernseher? Welche Controller werden unterstützt? Ja, welche Controller unterstützt werden, habe ich ja schon gesagt. Was auf TV-Playern gibt, das gibt es natürlich, wie bei allen Nintendo-Spielen, wo das Gamepad nicht zwingend notwendig ist, also um irgendwas im Spiel zu machen. Und ansonsten wird das Gamepad gar nicht unterstützt. Es gibt absolut keine Anwendungen, die da irgendwie zum Einsatz kommen. Es gibt kein Menü da drauf, es gibt keine Karte, nichts. Aber da auch all dieses gar nicht nötig ist, finde ich das jetzt nicht schlimm. Ich meine, ich bin generell immer noch der Meinung, dass Nintendo mehr Spiele liefern müsste, die halt das Gamepad nutzen. Aber prinzipiell, ich glaube, alles, was man halt in Tropical Freeze hätte machen können, wäre wirklich Gimmick gewesen. Von daher finde ich es absolut in Ordnung, dass sie das rausgenommen oder rausgelassen haben. H. Leslie hat mehrere Fragen. Sind die Bonus-Level immer noch so spartanisch gestaltet und wiederholen sich? Das war nämlich einer meiner größten Kritikpunkte an Teil 1. Ja, leider. Das ist auch für mich inzwischen einer der größeren Kritikpunkte am Spiel, der wenigen großen Kritikpunkte. Es ist halt wirklich so, dass es sind halt immer so Abschnitte, wo man halt alle Bananen einsammeln muss auf dem Bildschirm. Und davon gibt es halt verschiedene Varianten. Aber das ist halt weder irgendwie sonderlich kreativ, noch irgendwie sonderlich spaßig. Und nach einer Weile geht es einem eher auf den Sack und man hat das Gefühl, ach, gib mir das Puzzleteil doch direkt und halt die Fresse. Also es ist wirklich,
irgendwie unnütz und aufgesetzt, den man jetzt weglassen können. Weil ich meine, an anderer Stelle findet man einen geheimen Raum und man findet direkt ein Puzzleteil und da kommt dann erstmal so ein dummes Minispiel, wo man zusätzlich, dass man diesen geheimen Raum gefunden hat, noch alle Bananen einsammeln muss. Und also mir persönlich macht das keinen großen Spaß. Am Anfang war es noch okay, aber mittlerweile denkt man sich halt echt, das habe ich doch jetzt schon 1000 Mal gemacht, hör auf mit der Scheiße. Werden einem immer noch Münzen hinterhergeschmissen, mit denen man sich 0,99 Leben kaufen kann? Kann man, aber ich habe es nie gemacht. Ich habe mir kein einziges Leben mit den Münzen gekauft und das liegt daran, dass man sowieso schon genug Leben hat. Also ich habe eigentlich immer über 50 Leben im Schnitt gehabt. Ich glaube, also sobald ich mal über 50 Leben hatte, versteht sich. Es ist echt, also die Leben gehen einem in Donkey Kong Country Tropical Freeze nicht aus. Vor allen Dingen, wenn man halt die Fähigkeit einsetzt, die einem die Leben besorgen. Wenn dann 5 Gegner da sind und man alle Ballons sich einsammelt, dann hat man auch 5 Leben. Also ich glaube, im Multiplayer ist das vielleicht ein anderes Thema, weil man da halt schon mal schneller seine Leben vergoldet, weil man halt zu zweit ist. Das heißt im Prinzip auch, dass man quasi doppelt oft sterben kann oder sogar noch mehr. Aber im Einzelspielermodus sind Leben überhaupt kein Thema. Was ich aber auch nicht schlimm finde, weil ich finde sowieso, sind wir mal ehrlich, Leben in Jump'n'Runs sind schon seit etlichen Jahren komplett überflüssig letztlich eigentlich, weil wenn man mal alle Leben verliert, dann wird man ja doch nur mit 5 Leben restartet. Also was hat man dadurch überhaupt verloren? Nichts. Von daher sind Leben, also außer der Fortschritt in diesem einen Level, oh mein Gott, also von daher sind Leben sowieso komplett unnütz und die Herausforderung von Donkey Kong liegt so ganz anders. Also Leben, ja und? Es gibt halt so viele Leben, was soll's? Leben sind sowieso scheißegal. Alle 960 möchte wissen, ob es wieder einige dieser Kamerafahrten, wie etwa bei den Loren-Leveln, gibt. Wieder? Sicher, dass da wieder steht. Auch. Weil wieder gibt's die. Wie etwa bei den Loren-Leveln, auch bei Jump'n'Run-Passagen. Ja, nee. Also, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, ich kann da nächstes Mal was übersehen. Es gibt halt diese Kamerafahrten bei den Fässer-Leveln zum Teil auch, wo es dann auch ein bisschen echt. Da muss man sich halt, das ist das Problem, ne? Man muss sich halt immer umgewöhnen. Wenn sich die Perspektive ändert, dann muss man sich halt auch erstmal wieder neu justieren und das finde ich immer ein bisschen schwierig eigentlich. Bei den Fast-Leveln ist es natürlich kein Problem, weil man letztlich, ob man jetzt so fliegt oder so irgendwie diagonal nach vorne, ist letztlich egal, aber bei den Fässern, die einen schießen. Aber bei den Raketen-Fast-Leveln ist es schon eine Herausforderung, sich umzustellen. Aber normale Jump-and-Run-Passagen in anderer Perspektive gibt es, soweit ich mich erinnere. Da ist mir jetzt nichts im Gedächtnis geblieben, also ich glaube nein. Und wahrscheinlich wird es das auch nicht mehr geben. Nico Reckling möchte wissen, ob das Spiel online ist. Nein. Es ist ein Nintendo-Spiel, was erwartest du? Natürlich ist es nicht online. Ach, Nintendo. Gerade bei dem Spiel hätte es sich halt wirklich wieder angeboten, einen Online-Koop zu machen, aber... Das ist alles, was man dazu sagen muss, oder? Kaffador 64, möchtest du jetzt mit dem flauschigen Donkey Kong kuscheln? Ich glaube, es ist nicht ganz so klug, mit einem Gorilla zu kuscheln. Von daher, vielleicht wollen, aber ich lasse es lieber. Die Vernunft siegt. Ich meine, ich würde auch gerne mal mit einem Tiger kuscheln, aber ich bin nicht so blöd, es dann zu versuchen. NWE Python schreibt, starkes Video, Martin. Könntest du vielleicht ein bisschen was zu den Online-Rankings sagen? Wie genau sieht das aus mit den speicherbaren Videos von Runs, die man hochladen kann? Wie ist der Zeitmodus generell so? Der Zeitmodus ist, also es funktioniert quasi so, man hat einmal natürlich die Weltrangliste dann quasi zu den einzelnen Leveln mit den besten Zeiten. Und man hat halt die Freundesliste, wo man dann sieht, welche Zeiten die Freunde von einem haben. Und dann gibt es halt natürlich wieder 3 Medaillen, Gold, Silber, Bronze, die jeweils unterschiedliche Zeiten haben. Dass Gold die beste Zeit sein, also die schwerste von denen ist, ist ja klar. Die Zeiten sind auch relativ knapp wieder bemessen, also man muss sich auch schon anstrengen, um Gold zu kriegen. Und ja, man kann dann halt quasi, wenn man es geschafft hat, den Run, oder also auch wenn man gar keine Medaille geschafft hat, sieht man halt dann, wo man selber gelandet ist. Es gibt natürlich auch noch eine Funktion, wo man dann quasi seine Position in der Weltrangliste sieht. Und ja, man hat dann immer die Wahl, ob man eben das Video von diesem Speedrun speichern möchte oder nicht, also hochladen möchte oder nicht. Und ja, kann das dann halt machen oder nicht, wie man möchte. Und dann hat man halt das Video und das heißt im Klartext, dass man dann eben in dieser Rangliste bei seinen Freunden oder eben auch
weltweiten Rangliste, wenn man denn das Video hochgeladen hat, dann auch wirklich dann dieses Video sich angucken kann, wenn man das möchte. Und sich halt dann so eben auch Tipps und Tricks holen kann, wie man denn das Level am schnellsten schaffen könnte. Und das ist schon sehr interessant, weil ich habe auf YouTube jetzt, nicht auf der Wii U selber, aber auf YouTube schon einige Runs gesehen jetzt auch. Und da muss man dann auch schon sagen, Respekt. Ne? Also die sind schon sehr gut teilweise. Und es ist sehr cool, sich das mit anzusehen. Und ich hoffe, dass das... Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie das für diese Speedrun-Community so machen. Und ein sehr geiles Feature. Und das sollten mehr Spieler haben. Finde ich absolut lobenswert. Allerdings, meine Frage wäre, ist der Zeitrennmodus von der Zeit auch so extrem kurz bemessen wie beim ersten Teil? Oder ist das diesmal einfacher? Ja, wenn man Gold haben muss, wie ich eben gerade schon sagte, muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Also im ersten Anlauf habe ich teilweise nicht mal Bronze geschafft. Allerdings bin ich auch jetzt nicht der beste Donkey Kong Spieler der Welt. Ne? Also. Nicht nee. Enttäuschend. Überraschend. Ne? Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Kevin08:15:97. Kann man das Spiel jetzt schon als Spiel des Jahres betiteln? Natürlich nicht. Ganz eindeutig nicht. Und ich hoffe auch, dass da noch mehr kommt. Gerade aus meiner Perspektive als jemand, der von Jump'n'Runs langsam genug hat. Aber ich meine, es kommt dieses Jahr noch Mario Kart für die Wii U raus, es kommt noch Super Smash Bros. Für die Wii U raus, eventuell X, Bayonetta, es kommen noch einige hochkarätige Spiele, von daher jetzt schon zu sagen, das wäre das Spiel des Jahres, ist ein bisschen verfrüht, oder? Vor allen Dingen, eventuell wird auf der E3 ein neues Metroid angekündigt oder sowas, sonst Star Fox, irgendwas, F-Zero, Wave Race, irgendwas komplett Neues. Was weiß Zelda ich? Zelda kommt schon dieses Jahr. Ja, Zelda kommt überall, das glaube ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass die Zelda und Smash Bros. Zum Weihnachtsgeschäft raushauen. Aber wer weiß? Jetzt Nintendo. Ja, man weiß es nicht. Von daher auf jeden Fall, nein, man kann das noch nicht sagen. Es ist bislang vielleicht das beste Spiel des Jahres für mich. Aber ob es das auch bleibt, ja eben, es ist noch ein bisschen früh. Ja, das waren alle Fragen. Ne? Ja. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da das erste Mal ist, dass wir sowas gemacht haben, bitte ich natürlich ganz besonders um euer Feedback, eure Anregungen in den Kommentaren. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne in den Kommentaren stellen. Dann werde ich mich bemühen, dort auch noch Antworten darauf zu finden. Wie gesagt, ich kann einige Sachen allerdings nicht beantworten, weil sie halt gegen das Embargo verstoßen würden, wenn ich sie beantworten würde. Wir haben da ja schon recht strikte Richtlinien von Nintendo, was wir zeigen dürfen, worüber wir reden dürfen. Und ich darf euch jetzt nicht verraten, wer der letzte Endboss ist. Obwohl, weiß ich auch noch nicht, weil, wie gesagt, ich bin in Welt 5. Ich werde gleich weiterspielen. Ja, und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank, Matthias. Bitte schön. Und ja, bis dann. Tschüss.